Darum Vorsicht, 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 junger Mann. Denn ein Sprichwort sagt, Gelegenheit macht Diebe. Herrschaften, meine Herrschaften, ich bitte dringend um Ruhe. Die anderen Gäste, die kranke Frau Leutner. Gehen Sie doch wieder auf Ihre Zimmer, es ist gar kein Grund zur Beunruhigung. Und jetzt ist es also passiert. Tja, jetzt ist es passiert. Aber was ist denn nun wirklich passiert? Ich weiß es leider nicht, ebenso wenig wie Sie. Dabei bin ich Kellner in diesem Hotel. Warum hast du diesen neuen Ober eingestellt? Diesen Wegler? Weil wir ihn brauchten und weil er mir tüchtig schien. Das war Fräulein Maria, um die sich im Grunde alles dreht. Das ist ja ein reizendes Mädchen. Gefällt Ihnen Maria auch? Aber nicht, lieber Freund. Sie ist ja verdammt hübsch, muss man doch zugeben. Auf, ja! Schluss! Das war der junge Chef. Der ist ein bisschen eifersüchtig auf mich. Wenn Wegler geht, ändert sich gar nichts. Du wirst wieder einen Grund suchen und du wirst wieder einen finden. Schlimm genug, dass ich immer einen finde. Ja, du wirst einen finden. Aber Sie dürfen nicht so eifersüchtig sein, Martin. Dabei hätte er allen Grund dazu. Aber bitte überzeugen Sie sich selbst. Was wollten Sie auf meinem Zimmer? Da wollte ich ein kleines Stückchen von Ihnen erwischen. Ein privates. Das kann ich doch nicht gut Herrn Leutner sagen, oder? Bewundernswert, Ihre Kombinationsgabe. Sie hätten Privatdetektiv werden sollen. Ja? Das wollte ich auch. 1-0 für ihn. Ja, das ist die andere Seite, die auch eine große Rolle spielt. Eine etwas geheimnisvolle. Also meine Idee ist doch der Dollar im Sparstrumpf. Junge, Junge, das wäre eine Sache, hä? Ich traue euch nicht. Keinem von euch. Herr Lipinski, der hat überall seine schmutzigen Finger drin. Wissen Sie, was der ist? Ein... Halt! Um Gottes Willen, Sie verraten ja alles. Wieso denn? Ich habe doch noch gar nichts verraten. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Zuschauer. Sie können mir doch nicht die ganze Spannung nehmen. Ach so, Verzeihung. Sie haben vollkommen recht. Überraschungen wollen serviert werden. Eben. Lassen wir uns überraschen. Sehen Sie sich den neuen Commedia-Film an in diesem Theater, dessen Handlung, jetzt passen Sie gut auf, genau so lange dauert, wie der Film spielt. 1,5 Stunden. Er heißt 0:15 Uhr, Zimmer 9.